Ein wunderschön herrliches Willkommen. Besinnliche Weihnachten wünsche ich euch. Wir haben den Tag 24.12.2022. Und ja, ich habe meine Geschenke schon ausgepackt und das werde ich euch im heutigen Video erzählen, was ich all so bekommen habe. Ich mache immer von Bekannten und Co. bekommen habe und ein Geschenk, was ich dann selber zusammengebastelt habe. Zu allererst an, wir haben hier eine Tasse. Das ist eine Tasse, die kann sich verzaubern. Da was Heißes rein tue, dann wird daraus ein Bild entstehen. Als nächstes habe ich die drei Fragezeichen im nächsten Lügen bekommen. Ja, für viele von euch habe ich ja eine Karte verschickt und da kommt diese Karte raus. So, die habe ich den meisten in ein Paket und Co. verschickt. Da sind noch mal ein paar Bilder, die laufe dieses Jahr so entstanden sind. Dann haben wir als nächstes einen Geldbeutel. Das ist der hier. Weil mein alter Geldbeutel kaputt ist, habe ich nicht einen neuen. Den werde ich auch gleich dann verwenden, wenn ich Richtung nach Hamburg fahre. Ein tolles, tolles Buch zu Saale Medien Marketing. Und du, 2022. Das ist einfach ein kleines Büchlein, wo nochmal informiert, wie kannst du noch besser deine Marke oder andere auf Instagram, YouTube, TikTok, Twitch irgendwie aufbauen, verwirklichen. Das ist ein kleines Büchlein. Ein sehr cooles Gerät ist der hier. Da können wir mal reinschauen. Das ist so eine Ladestation für so Rode-System. Da wir können einmal öffnen. Dann kann man hier die Rode-Funksystem reinstecken. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Ein Buch, was mich sehr freut. Ich kenne die Streamerin, habe ich einmal privat auch schon gesehen und ich bin auch in dem Chat drinnen. Ja, Schwesterherz, ich hab dich lieb, ist ein Buch, das nicht gerade fröhlich hundertprozentig ist, auch teilweise traurige Sachen drin sind. Und das ist eine Geschichte, die soweit wirklich passiert ist. Einmal, so einen Plan. Da habe ich einen Gutschein bekommen, dass man für das kommende Jahr in den Europapark fahren kann. Da muss ich mir dann nochmal ganz genau einen Termin suchen, wann ich möglich sein werde, das zu machen. Und auch ihr auf YouTube bekommt darüber ein Video. Als nächstes haben wir ein Handbuch für YouTuber. Da stehen auch nochmal viele Ideen und Sachen drin. Was ist verboten? Wie kann man irgendwas verbessern? Anwenden? Etwas Süßes bekommen, Toffifee und etwas anderes Süßes. Das kommt gleich in meinen Süßigkeiten-Schrank. Den werde ich vielleicht gleich essen. Ein Kollege hat mir laufe der Woche oder davor schon etwas zukommen lassen. Und das ist Filmperspektive. Filmanalyse für Schule und Studium. Da lernt man nochmal verschiedene Sachen, Bildwinkel. Als nächstes, weil ich hin und wieder echt Probleme hatte und ich einfach diese eine Maus, die ich habe,
weil einfach ich keine Lust mehr habe, habe ich eine Gaming-Maus bekommen. Ja. Das ist eine Gaming-Maus, die geht über Wireless, 2,4 GHz Funkstrecke. Als nächstes habe ich mir selber noch so einen YouTube-Planer, Videoplaner geholt. Da kann ich reinschreiben, ja, Videotitel, an welchem Tag, was ist der Inhalt, was sind die ganzen Checkliste, Aufgaben, soziale Medien, und alles sowas kann ich dann eben relativ gut planen. Dann haben wir einmal hier professionelle Bildbearbeitung von Europa. Lernmittel. Habe ich mir auch natürlich gewünscht, da kann ich ihm nochmal ein bisschen lernen, wie ich das denn genau mit Bildbearbeitung, weil auch da möchte ich mich natürlich weiter entwickeln, in Zukunft dann auch Thumbnail erstellen können. So, dann zufällig oder ja, damit habe ich nicht gerechnet, hat mir ein Arbeitskollege ein paar Klettverschlüsse geschenkt. So, und dann kommen wir zum allerletzten Grundlagen der Mediengestaltung. Ja, einfach nochmal, ja, einfach auch nochmal Grundlagen, die man einfach als Mediengestalter, Bild und Ton oder so allgemein einfach auch braucht. Ich werde mich dann für das Ende mich verabschieden und euch noch eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit wünschen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video, das ist am Silvester. Am Silvestertag sehen wir uns nochmal live auf Twitch. Schaut sehr gerne da vorbei. Thema Adventkalender wird am 31.12. der Gewinner ausgelöst und wird am 1.1.2023 im Video auch namentlich in den Kommentar erwähnt, wer gewonnen hat. Und wir werden dann live einen Tag vorher die GewinnerInnen auslosen. Dann die Gewinner müssen mir dann per E-Mail oder auch Discord ihre Adresse zukommen lassen. Und dann werde ich, sobald ich wieder hier bin, werde ich die dann losschicken. Und dann habt ihr die dann kurz nach Silvester irgendwann die Sachen. Damit ich erstmal in dem Sinne, macht gut, bleibt gesund, wir sehen uns, bis bald, euer Benjamin, ciao, ciao, tschüss.